So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Shadows of the Damned. Und wir haben hier heute Kannibalenkarneval. Das hört sich doch recht schmackhaft an. Und wir starten auch genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Weil da war ja so ein Kackwilli und da konnten wir ja speichern, Gott sei Dank. Okay. Wir sind ja diesem komischen, fiesen, finsteren, blutigen, ekligen, schleimigen Typen hinterher. Und ich habe ja diese blöde Vermutung, dass der uns Salz erwartet. Wir haben hier links so einen Verkaufsautomat. Und wir sind ihm ja gerade hinterher. Und der hat ja hier diese komischen, diese Köpfe da erstochen. Ihr wisst, was ich meine hier. Diese, wo wir ihm Erdbeeren geben müssen und so. Wir gucken mal. Paula, wait! Stop running, my love! Paula, where are you? What the fuck? Paula! That doesn't smell like Paula, unless she stopped showering. Well, that killed my stiffy. Garcia, is that you? You came to save me. Angel. Look out, G! It's a trap! No! What the shit? Demons like men, Garcia. They all try to get inside the prettiest girl. Shit! These twisted demons! Yes, well, that's the reason I left. Fuck this pendejo! If Mr. Manon Monster wants to play, magnificent. Du Scheiße, ey. Yo, das wird ja jetzt spaßig. Okay, wir haben die Lichtfässer und ich denke mal, so muss das sein. Okay, wo sollen wir da jetzt? Okay. Falls ihr euch fragt hier, warum ich hier so daneben schieße, die Steuerung gab es nicht her. Okay, aber wir kriegen das hin. Wir haben da ein Fass und wir lassen ihn da jetzt mal kommen. Man beachte die schön fein eingepackten Leichen. Oh, das war... Ah! Scheiße. Wie sagt er so schön? Verfickter Pendejo. Okay. Okay, noch ein Fass. Ja, wir müssen da drüber. Also, ich warte jetzt mal, bis der den Tisch kaputt geschlagen hat. Und dann ballern wir da auf das Fass und... Ah! Okay. Und hin, der Kopf, der leuchtet. Komm her und bam. Gut. Scheiße. Ah, ich hasse es. Bastard. He must be hiding around here somewhere. Ja, ich vermute mal da, ne? Komm, Lichtschuss. Ach, Mann, ey.
Zack. Okay, wir sollten laufen. Da mal. So, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Und zack. Hey, nochmal zack. Wo ist er hin? Anybody home? Show yourself, Hell Monkey. I think he's scared of you. He should be, Jay. He should be. Das ist ja auch mehr so ein Glücksspiel, ne? Den hier zu finden. Komm her, du. Warte mal. Da vorne, da, da, da. Und, komm her, und. Sollten was trinken. Gut. Okay, da ist ein Fass. Der ist zum Glück nicht schnell, ne? Und, zack. Nochmal. Das war... Ja, ich glaube, wir haben ihn. Schauen wir mal. Shove it into my face, Gene. Trust me, it doesn't mean we're engaged or anything. Might be a tight fit, but okay. Okay. Wir haben ihm jetzt... So what exactly did that do? Blue gems let me transform into new tools of war, new gears of me. In other words, a new weapon. Magnifico. You know, I bet all the VIPs are walking around with blue gems. Ja, prima. Jetzt haben wir ein Maschinengewehr. Nett, nett. Okay. Ich guck mal grad, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können, aber... Sieht bald nicht so aus. Doch, da hinten. Etwas Munition, aber hier ist dann alles eingestürzt. Ich meine, die Wand sieht so aus, als können wir da durch, aber ist nicht. Vielleicht sollten wir doch mal das Licht fast kaputt schießen, was meint ihr? Aber, ne. Okay, ich denke, wir gehen durch die Tür und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Und ich vermute mal, den sehen wir nochmal, oder? Was meint er? Ich meine, der ist einfach so in den Himmel aufgefahren. Der kommt wieder. Okay, Akt 2.2. Und wir sind immer noch beim... Ah, nee. Akt 2, 3. Was für eine schöne Welt. Ja, herrlich. Okay. So. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt schon dran? Ah, jetzt gleich 10 Minuten. 10 Minuten. Okay. Naja, so ist früh zum Aufhören, ne? Ein bisschen machen wir noch. Was ja eine schöne Stelle gewesen. Dumpster, right? What? You said you met her at the supermarket. I did. It was the bin out behind the dime a dozen.
And you just picked her up out of the rubbish and brought her home? Why no? Sometimes I think I hardly know you. Das ist ja klar, ne? Liegen hier öfter mal Frauen im Container rum. Wem ist das noch nicht passiert? Okay. Okay, das sieht doch aus, als kämen hier jetzt gleich wieder welche an, oder? Okay, oben haben wir so eine... Oben haben wir so eine Lampe. Die machen wir mal an. Und? I don't know, but we've got company, as in lots of. Well, if they pull up a chair, I would be happy to beat them with it. So, oh, nochmal. Bam, zack, ey du. Krieg euch. Dann machen wir das halt so. Hey, was war das? Boah. Das ist die Maschinenknarre hier. Okay. Und das war's. Ja, geht doch. Okay. Ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl. Oh, was haben wir da? Hat er schon hingekackt? Da haben wir ein dickes Buch. Der Mann, der nie genug hatte. The man who never had his fill. It was a cold and snowy eve. Certainly no night for a man without a home to be walking these grey and endless streets. Inside the pizza parlor, George Reed spun a lively tune on his harmonica. The local children giggled and pointed excitedly at the harmonica man as their parents glowed with approval. His reward would be all the pizza he could eat, 6 pies at least, and a warm bed in one of these folks' homes. He knew they were good for it. But when he tucked in for the night, George had not had his fill. As the years and calories stacked up, most men would have got older and fatter. Yet for all he consumed, George only got thinner as he washed from town to town. Tapeworm. Tonight he plied his trade with some grannies and orderlies in a nursing home. Hoo-ah-ha! His harmonica filled the room with joy. After devouring 3 helpings of pork chops and mashed potatoes, he eyed the plate of the old woman next to him. Juice dribbled down his chin. Go ahead, Georgie, she said. You're such a good boy, you shouldn't have to starve. But George had not had his fill. Early the next morning, he was already on the freeway with his thumb in the air. Where are you headed? Said the man in the truck. Nowhere, said George. Anywhere. It was a new decade, and tonight George played to an all but empty bar in the city. He had lost a lot of weight. Afterwards, the only woman in the joint took the stool next to him and asked him his name. The bartender leaned over the counter. You don't know this guy, Mary. George is famous.
Been all over the tri-state area. With a wink, he added, man's insatiable. And that night, George proved it as he buried his face in Mary's beaver. Holy woodland creatures! Attaboy, George! Attaboy, George! Play that harmonica, she purred. But even after 5 trips to heaven and back, he had not had his fill. The morning after was an awkward affair as they stared at each other over coffee. One wanted to feel more, the other just wanted to feel. In his final days, George was all skin and bones. I can relate, except for the skin part. His last meal had been a mistake. It was on a sidewalk one night in a small suburban town that he came across the boy. Hungrily and with an agonized grimace, he opened his mouth to beg for help. Out came a cacophony of wheezes and toots, but the boy understood. Wait, you mean Jorge ate his harmonica? Once he was alone, George Reed looked at the candy bar he held in one hand and began to cry. They found George's half-eaten body in a market next town over. In one hand he held a knife, in the other a fork. Chunks of flesh had been torn from his chest and his arms. Blood framed an eerie smile. The wind that morning blew fierce, and as it whistled through the hole he'd carved out of his own neck, the harmonica man played his last song in this world. There were Gorkhas, and many knew him. They shared stories of how he'd filled them with hope, filled them with life. They, at least, had had their fill. Especially Mary. The end. So, das war doch mal eine schöne, gute Nachtgeschichte. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute und starten genau hier beim nächsten Mal weiter. Okay, macht's gut, bis dann. Tschüss.